Ja, Lilüchen, ich bin euer Lieblingssohn Konrad und wir spielen wieder Villagers. Wir sind immer noch hier im Sumpf und der Ewald hat uns was zu sagen. Es kann nicht so weitergehen, Auberlin. Wir sind von Tieren angegriffen worden. Wild ist mir tot auf dem Teller am liebsten und nicht gierig auf um unsere Häuser herumschleichend. Raubtiere sind hinterlistiger und geduldiger, als ihr glaubt. Sie werden Tag für Tag ein wenig mehr wagen, um ihren Hunger zu stillen. Das bereitet mir Gänsehaut. Was können wir dagegen tun? Ist es uns nicht möglich, schützende Mauern zu errichten? Eine Mauer? So ein Stuss. Wir brauchen mehr Jäger. Stellt mehr von uns ein und baut zusätzliche Hochsitze. Ich garantiere, dass unser Eins dann dafür sorgen wird, dass euch die Tiere vom Leib bleiben. Ein neuer Auftrag. Baut einen Hochsitz. Kann ich mir schon denken. So, dazu brauche ich wieder Holz. Also muss ich wieder Holz abbauen. Bisschen langsamer mal die Zeit hier. Ach, wir machen alles abbauen. Gibt es hier noch irgendwo unbescholtene Bäume? Da hinten gibt es noch ein paar. Warum kann ich die da nicht? Ah doch, ist schon eine Axt drüber. Okay. Ich brauche auf jeden Fall Holz. Ah, da sind die Bäume. Guck mal. Die Bäume. So, dann warten wir, bis genug Holz da ist für einen neuen Hochsitz. Ein Bau wurde vollendet. So, die Wohnhäuser werden auch langsam fertig. Dann können die Bewohner wieder in Ruhe Liebe machen. Ein Bau wurde vollendet. So, ich brauche Holz, Kinder, Mensch. Geht mal Holz holen jetzt. Geht mal Holz holen. Wir müssen was tun, um die wilden Tiere von uns fernzuhalten. Lasst uns einen Hochsitz bauen. Man gewöhnt sich diese Sprache in diesem Spiel allzu schnell an. Ich hoffe, wenn ich später nach dieser Aufnahme das Haus verlasse, um meine Nahrungsvorräte zu Hause aufzufüllen, werde ich nicht weiterhin in diesem Sprachgebrauch verharren. Ach, mir gefällt das total. So, noch ein Hochsitz. So, haben jetzt alle ein Zuhause oder nicht? Ich glaube immer noch nicht, ne? Boah, da rumpelt's aber, du. Wir bauen noch ein Haus. So, haben wir Leute in der Forsthütte eingestellt? Ja, ne, haben wir gemacht. Haben wir Leute zugewiesen. Ein Bau wurde vollendet. Dann machen wir noch den Helge und die Emma. Dürfen auch noch hier... Meine Güte, Moment. Lass mich kurz sammeln. So. Mir missfällt der Gedanke, dass Auberlin so viele wilde Tiere hat töten müssen. Nun, die Natur ist unbarmherzig. Und so weit draußen in der Wildnis, irgendwo in einem Sumpf, da waren Menschen schlicht leichte Beute. Auftrag erfolgreich beendet. Ich als einfacher Jäger möchte mir nicht anmaßen, viel von dem Aufbau eines Dorfes zu verstehen. Aber ich würde sagen, ihr habt bereits einen guten Grundstein gelegt. Hab Dank, werter Herr. Allerdings werde ich das schlechte Gewissen wegen der Tiere nicht los. Diese erlegten Wölfe... So, da hat sich mein Fraps einfach verabschiedet. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal. Sag ich einfach wieder Hallihallöchen und wir machen weiter. Auberlin ist hier immer noch im Gespräch. Ich setze mal fort. Ich weiß nicht, wann Fraps aufgehört hat, deswegen setz mal jetzt einfach wieder ein. So. Er sagt, hab Dank, werter Herr, hier ging es um die getöteten Tiere, genau. Hab Dank, werter Herr, allerdings werde ich das schlechte Gewissen wegen der Tiere nicht los. Diese erlegten Wölfe, das ist mehr totes Fleisch, als wir essen können. Ich muss zugeben, dass selbst mir dieses aggressive Verhalten mittlerweile suspekt vorkommt. Wölfe greifen eigentlich nur an, wenn sie keinen anderen Ausweg mehr sehen. Ja, es ist fast so, als würde eine geheimnisumwitterte Macht sie antreiben. Werdet mir nicht abergläubisch. Es ist ungewöhnlich, aber nicht übernatürlich. Behaltet derlei Spinnereien bloß für euch. Zu diesem Zeitpunkt wusste Schultheiß noch nicht, dass zukünftige Ereignisse selbst ihn an seinen gefestigten Verstand zweifeln lassen würden. Och, das klingt ja spannend. Tatsächlich sollte über die kommenden Tage eine leider für kalte Jahreszeiten obligatorische Last über die Leute herfallen, die... Ursel? Warum rümpfst du denn die Nase? Rümpfen? Unsinn! Sie...
Sie juckt. Achi. Huch. Hast du etwa im Begriff, dich zu erkälten? Bist du etwa im Begriff, dich zu erkälten, heißt das doch, oder? Oder ist mein Deutsch einfach so falsch? Ich weiß es nicht. Mit mir in einer Schenke zu sitzen und fleißig den Bierbestand maßgeblich zu reduzieren, erscheint mir da nicht gerade am klügsten. Ich bin lediglich allergisch gegen schlechte Ratschläge, Jacqueline. Schlagfertig, ha, schlagfertig bist du ja, meine Gute. Aber wie Ewald und die anderen Leute am eigenen Leib erfahren mussten, helfen selbst die entwaffnendsten Worte nichts gegen eine deftige Erkältung. Hatschi! Huch, hast du dich erkältet? Dummerweise habe ich mich bei den Arbeitern angesteckt. Ein Sprachfehler hat er scheinbar auch erworben. Jetzt, da es Winter geworden ist, geht die Grippe um. Du solltest damit rechnen, dass einige Arbeitskräfte vorerst ausfallen. Ist es mit der Grippe nicht wie mit den Mädchen? Ein Händler besucht mein Dorf. Was meinst du? Naja, je leichter man sie bekommt, desto schwieriger ist es, sie später wieder loszuwerden. Ursel, also wirklich. Es war klug von euch, meinem Rat zu folgen, Auberlin. Sich hier im Sumpfgebiet niederzulassen, war vorerst die richtige Entscheidung. Bedlin, ihr seid wieder da. In eurer Abwesenheit sind etliche Probleme aufgetreten. Grippe, Angriffe von Tieren, die Moral meiner Siedler sinkt mit jedem weiteren Tag. Hat euch dies etwa überrumpelt? Ich habe solche Entwicklungen vorausgeahnt und daher diesen alten Freund zu uns geholt. Ich möchte euch den Mönch Jeremias vorstellen. Noch eine Stimme, meine Güte. Ach, da weise ich die Stimme zu. Seid gesegnet, mein Sohn. Benlin hat mich bereits über eure Benlin hat mich bereits über euer Unterfangen in Kenntnis gesetzt. Darf ich euch den Bau von Apotheke und Kapelle empfehlen? Beides würde euren Bürgern helfen, körperlich wie geistig gesund zu bleiben. Ein Geistlicher in unseren Reihen ist mehr als willkommen. Aber vielleicht sollten wir Schultheiß sagen, dass er demnächst nicht mehr ganz so viel fluchen soll. Er hat ein schroffes Mundwerk. Macht euch keine Sorgen. 3 Bier und Benlin flucht wie ein ausgetrockneter Seemann. Jeremias, ich bitte dich. Benlin, halb schmunzelnd, halb peinlich berührt, kündigte zwar nicht wegen, aber nach diesem Gespräch an, die Siedler noch einmal verlassen zu müssen. Der König hatte ihn zu sich gerufen und bedurfte seiner Kompetenz. Ein neuer Auftrag. Auberlin, schau mal her. Ich habe diesen Jungen beim Rumstreunern erwischt. Er wollte etwas stehlen, sag ich dir. Oh Gott. Stehlen? Ich wollte nichts stehlen. Pesold würde niemals etwas klauen. Ach, das ist wie Gollum, das passt eigentlich. Halt den Mund, du elender Dieb! Beruhige dich, Ewald. Lasst uns den Jungen doch erst einmal anhören. Ich habe dich vorher noch nie zuvor gesehen. Woher kommst du? Hast du dich verlaufen? Verlaufen? Lächerlich! Ewald, lass den Jungen sprechen. Ich weiß nicht mehr genau. Mein Kopf tut weh. Ich weiß nur noch, dass ich gelaufen bin. So schnell ich konnte. Gelaufen bin ich. Irgendwann habe ich von da oben Licht gesehen. Also bin ich runtergekommen. So schnell es ging. Ja, so schnell es ging. Von oben? Meinst du etwa die Berge? Ja, die Berge, ja. Auberlin war unmittelbar klar, dass Pesold kein Streuner oder Dieb war. Dieser jugendliche Mann war verwirrt, verschreckt. Er muss vor etwas davongelaufen sein. Etwas, das ihm unglaubliche Angst gemacht hat. Man weiß ja, wie so etwas üblicherweise läuft. Die Gerüchte verbreiten sich wie Lauffeuer. Kurz nach Pesolds Ankunft flüsterte man sich zu, in den Bergen würde etwas Grauenvolles hausen. Allerdings, Eltern erzählten die Gruselgeschichten sogar von ihren Kindern. Sogar ihren Kindern, damit diese sich dem Fuß des Berges nicht zu sehr näherten. Aber egal, was Pesold solche Angst bereitet hatte, auf Auberlin zu treffen war sein großes Glück. Bitte, jagt mich nicht davon! Bitte, ich flehe euch an!
Pesol kann auch das Wetter voraussehen. Ja, das kann ich. Das hilft euch doch, oder? Ja, hilft euch das? Oh, dieser verrückte Typ gefällt mir. Merkt man, oder? Nun, ich habe schon jenen Talenten gehört, die behaupten, Wettervorhersager zu sein. Wenn dem so ist, können wir dir eine Bleibe anbieten. Zö, dass ich nicht lache. Wettervorherseher, das sind doch Hochstapler. Es wird Frost kommen. Fieser, gemeiner Frost. Nehmt euch in Acht davor. Du glaubst ihm doch nicht etwa, oder? Nun, wir werden sehen. Ein neuer Auftrag. Ich muss wieder ein bisschen langsamer machen, das Spiel. Mir gefällt diese Story einfach. Es gefällt mir richtig gut mit dieser Story. Das ist echt schönes Spiel. Also mittlerweile, muss ich sagen, verstehe ich die negativen Kommentare oder Bewertungen auf Steam gar nicht mehr. Wenn man das wirklich ein bisschen storylastig auch spielt, macht das richtig Spaß. Wir müssen uns auf den Winter vorbereiten. Pesold mag zwar verwirrt und verängstigt sein, aber ich glaube ihm. Deshalb sollten wir den Bau von Apotheke und Kapelle unbedingt beendet haben, bevor uns der Frost überrascht. Schon 0 von 10 Tagen sind vergangen, bis der erste Frost kommt. Brrr. Eine Kapelle errichten und Apotheke. Vielleicht sollten wir erstmal uns auf den Winter vorbereiten. Apotheke und Kapelle. Okay, Apotheke und Kapelle. Wir brauchen Material. So sieht's aus. Wir bauen einfach mal. Wo gibt's noch was zu plündern hier? Ich mach erstmal hier alles abgrasen. Wir grasen hier die ganze Landschaft ab, damit wir genug Material haben, um das zu bauen, was wir brauchen. Gut, Steine sind halt auch begrenzt, ne? Das ist halt so eine Sache. Und dann müssen wir eine Apotheke und eine Kapelle bauen. Also machen wir das. Lassen wir die Zeit ein bisschen schneller laufen. In der Hoffnung, dass wir schnellstmöglich das Baumaterial zusammenbekommen, das wir für die Wintervorbereitungen benötigen. Ich gewöhne mir wirklich diesen Sprachstil an. Das ist fast schon unangenehm. Aber da merkt man, dass das Spiel einen wirklich auch fesselt. Also die Geschichte, die ist echt toll dazu. Haben sie schöne Arbeit gemacht. Und mittlerweile, muss ich auch sagen, ist mit Banished nicht mehr wirklich zu vergleichen. Das merke ich dran, weil ich einfach nicht mehr vergleiche. Und ich neige eigentlich wirklich immer dazu, zu vergleichen. Wir können eine Kapelle schon mal bauen, um die Moral der Bürger zu heben. Aha. Etwas Neues passiert. Oh Gott, die Ereignisse überschlagen sich. Jetzt platzieren wir erstmal die Kapelle. Etwas Neues passiert. Oh, hänge ich jetzt hier fest oder was? Kapelle, ja, mache ich doch. So, die bauen wir dahin. Und dann brauchen wir als nächstes eine Apotheke. Der blaue Kreis zeigt den Wirkradius der Kapelle. Sie sollte möglichst viele Gebäude und Bürger beeinflussen. Das ist auch interessant. Das erinnert mich ein bisschen an ganz früher SimCity, wo jedes Polizeirevier und jede Feuerwehrwache so einen Kreis hatte, der quasi so ein bestimmtes Gebiet abdeckt. Finde ich ganz gut. Wir lassen die Zeit wieder ein bisschen schneller laufen, bis wir das Material für die Apotheke haben. Viel Holz brauchen wir da. Und die Kapelle wird nebenher auch schon gebaut. Oh, und das Schiedwetter, du. Schiedwetter. Schiedwetter. So, komm, auf geht's. Arbeitet mal schneller, Kinder. Ja, es gibt halt wenig Holz, ne? Das ist halt. Ein Bau wurde vollendet. Da muss ich jetzt einen Priester zuweisen. Dieter wird Priester. Ach, wir können das auch erweitern später zur Kirche. Das ist ja geil. Dann wird wahrscheinlich der Radius auch erweitert von der Kirche. Den Auftrag haben wir beendet. Ich glaube, wir haben auch keine Obdachlosen mehr. Wir haben genug Material, um eine Apotheke zu bauen. Der Wirkradius ist allerdings nicht so groß. Ist jetzt ein bisschen schwierig, alle Häuser hier reinzupacken in den Wirkungskreis von dieser Apotheke. Das macht es mir jetzt nicht gerade einfach.
Ja, dann bauen wir die dahin. Sind zumindest drei Häuser abgedeckt. Okay, und ich glaube, die Zeit ist auch schon wieder rum. Ich hoffe, mein Fraps-Absturz zwischendurch hat die Folge nicht zu sehr zerrissen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid, wenn wir wieder hier uns um unsere Villagers kümmern. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Euer Lieblingsnob Konrad. Ciao!